Das ist der Oscar von Falla. Falla wiederum ist eine Untermarke von Sonobo, vom Audiospezialisten Sonobo. Kann man auch hier zum Beispiel sich anhören. Wir haben viele Lautsprecher von Sonobo hier und auch Anlagen. Lohnt sich auf jeden Fall, da mal durchzuhören. Das sind wirklich sehr, sehr gute Geräte. Und der ist nichts anderes, wie es hier unten drauf steht, der Oscar TV Voice Enhancer. Das heißt, Sprache aus dem Fernseher, aber auch Radio aus deiner Anlage macht er einfach besser verständlich. Das macht er durch zwei Wege. Einmal natürlich den Weg von der Audioquelle zum Ohrwert verkürzt, indem wir einfach hier das kabellos übertragen, den Ton auf diese Box. Andererseits haben wir hier auch vier verschiedene Modi, 1, 2, 3 und den Standardmodus, der einfach verschiedene Frequenzen anhebt und dadurch besser verständlich macht. Denn jeder, der Audio-Verständnisschwierigkeiten hat, hat andere Frequenzbereiche, die er vielleicht schlechter versteht. Und hier möchte der Oscar von Falla einfach unterstützen. Bedienung ist wirklich kinderleicht. Wir haben einfach nur eine Empfängerbox, wo der Ton reingeht. Das funktioniert folgendermaßen entweder über den Aux-In, also einfach ein Klinkekabel rein von der Anlage, vom Fernseher rein, oder aber über ein Digital Input vom Fernseher, von der Anlage rein dasselbe. Wir haben einen Stromanschluss USB-C, einfach dann in die Steckdose rein, und wir haben noch einmal eine Pairing-Lampe, die einfach dann zeigt, ob die Empfängerbox mit dem Oscar Falla verbunden ist. Das war's schon. Die Kabel gehen rein, der Ton wird hier drin verarbeitet und wird hierher geschickt. Die Verarbeitung vom Oscar Falla ist auch wirklich sehr gut. Schönes Aluminium aus einem Guss fässt sich toll an. Wir haben hier eine gummierte Oberfläche, das heißt, er rutscht auch nicht rum, wenn wir ihn hier auf der Oberfläche haben, wie man jetzt gerade sieht. Und ja, auf einen tollen Alu-Knopf. Man hört auch, wenn man ihn anmacht, der klickt schön, seine schöne Qualität. Wir haben hier nochmal einen extra Stromanschluss und wir haben hier nochmal, das finde ich so das kleine Highlight, einen Kopfhöreranschluss. Kommen wir gleich zu. Einfach anmachen, der verbindet sich automatisch mit der Box und das war's schon. Jetzt haben wir den Lautsprecher einfach neben uns stehen und haben ja einen wesentlich kürzeren Weg von der Audioquelle zum Ohr. Wir haben vier verschiedene Programme, 1, 2, 3 und den Standardmodus. Und wie sich diese unterscheiden, da kann ich viel jetzt reden. Ich zeige euch das einfach mal von der Hörqualität. Der Unterschied ist vor allen Dingen zu hören ohne Falla und mit Falla. Klar, weil der Weg von der Audioquelle zum Ohr, in dem Fall der Kamera, ein ganz anderer ist. Aber man hört auch, wie die Stimmen angehoben werden und die Sprach- und Sprachverständnisqualität wirklich angehoben wird. Währenddessen bin ich einfach nur in Tränen aufgebrochen. Ich glaube, die jungen Leute werden auch so ein bisschen drauf getrimmt. Abitur ist das Beste, was du machen kannst. Kind, wenn Abitur. Wir checken, ob man mit einem Uni-Abschluss wirklich mehr Geld verdient. 3 Millionen andere auch, die gerade an deutschen Hochschulen sind. Das ist viel, klingt viel. Genau genommen, so viele wie noch nie. Der Clou ist, wie ich finde, auch noch der Anschluss für Kopfhörer. Das heißt, wenn wir den zum Beispiel jetzt hier auf dem Tisch daneben stehen haben oder auf dem Sofa, können wir hier einfach Kopfhörer anschließen, können hier ein bisschen Kopfhörer, die Musik genießen oder den Fernseher ein bisschen hören und stören keinen außerhalb, aber brauchen auch nicht ein 3 Meter Verlängerungskabel. Man kann aber natürlich das auch als tragbares Musikgerät benutzen. Das funktioniert auch ziemlich gut. Ja, das heißt, das Ding funktioniert auch durchaus durch Wände. Bei mir zu Hause hat es sehr gut funktioniert, von einem Stockwerk zum anderen, und wir haben noch eine Betonwand dazwischen. Ich hatte den unten die Empfängerstation an den Fernseher angeschlossen und bin dann mit dem Gerät hochgelaufen und habe es einfach neben mich gestellt und konnte dann einfach unten hören, was auf dem Fernseher läuft, ohne Probleme. Dafür ist es eigentlich vielleicht gar nicht so gedacht, aber kann man machen und das funktioniert sehr gut. Ja, wir befinden uns gerade gute 10 Meter von dem LG-Fernseher hinter uns entfernt und haben den dort angeschlossen über den Digital Input, und wie ihr hört, funktioniert das tadellos. Und da geht es nicht nur darum, Sprache besser zu verstehen, sondern auch Musik, wie ich finde. Das hört sich super an, wenn man das hört. Ich bin aktuell auf dem Modi 2. Jetzt gucke ich mal eben auf 3. Jetzt mache ich einfach mal den Standardmodus. Jetzt kommt Musik auch richtig voll. Guck mal, wie laut ich hören kann. Hört sich gut an.
hat auch einen richtigen Bass, kommt richtig tief runter, obwohl ich den so in der Hand halte gerade. Hört sich sehr gut an. Also wie man hört, man kann damit auch sehr, sehr gut Musik hören. Gerade in der Küche oder man hat vielleicht seine Anlage oben stehen, ja, dann kann man damit auch durchs ganze Haus laufen und kann ein bisschen Musik hören. Für die Küche im Radio oder den mitnehmen, ins Badezimmer vielleicht einfach hinstellen oder ins Arbeitszimmer und hat nur noch eine Anlage zu Hause. Dafür ist das ein tolles Gerät. Und wenn man den auch noch mitnimmt und einfach Kopfhörer ja anschließt und den vielleicht beim Arbeiten nebendran stehen hat oder beim Malen in Ruhe Musik hören möchte und wie gesagt, man hat nur eine Anlage, dann ist das ein Top-Gerät und auch vielleicht gar nicht dafür unbedingt gedacht, nur jetzt die Sprachqualität zu verbessern, sondern es ist auch einfach ein toller, portabler Lautsprecher, der wirklich schön und gut klingt und den Boni dazu noch hat, wenn man vielleicht ein Hörbuch hört oder aber Fernsehen hört, ja, den paar Meter mitnehmen kann und dann eben die Sprachqualität noch zu verändern. Ich bin wirklich überrascht, wie gut der Oscar Faller funktioniert. Die Sprachqualität wird wirklich verbessert, man hat es ja auch gerade gehört und dafür ist er da und das funktioniert sehr, sehr gut. Die Akkulaufzeit ist auch wirklich lang. Da kann man mit einigen Stunden hören. Die Bedienung ist super einfach, da kann man gar nichts falsch machen. Dafür, wofür der Oscar Faller entwickelt und gebaut wurde, das erfüllt er zu 100% und macht er perfekt. Wenn ihr weitere Produkte wie zum Beispiel von Sonoro sehen möchtet, dann hinterlasst doch gerne einfach ein Like, abonniert den Kanal und geht sonst einfach mal auf etrodo.de oder kommt einfach bei uns mal vorbei hier in Bocholt und probiert die Geräte einfach mal aus und könnt euch wirklich davon selbst überzeugen.